sozusagen so richtig durchgeknallt und hast dich auf einen Weltrekord geschossen. Wie ist das so? Ein großartiges Gefühl, Weltrekord, der schnellste zu wissen, das ist schon großartig, ja. Jetzt weiß ich, dass du ja bei den Paralympischen Spielen noch nicht warst. Jetzt auf einmal so, huch, jetzt geht da ja was? Mal sehen, die Konkurrenz schläft nicht, sieht man hier in Berlin. Ich trainiere gut und mal sehen, was in London dann rausspringt. Ne? Jetzt warst du eben hier im Wasser, hast gegen Christoph um einen Punkt verloren. Ärgert das? Ja, na klar, ärgert das. Ihn würde das auch ärgern. Ein Punkt, das ist hauchdünn. Aber gut, der Bessere gewinnt, so ist es halt im Sport. Ne? Ja, dann wünschen wir dir viel Spaß. Morgen bist du auch nochmal dabei. Morgen sind die 100 Brust, paralympisch. Und dann mal sehen, wer besser ist, Christoph oder ich. Wir drücken beiden natürlich die Daumen. Und hier im Besonderen gerade Torben Schmidtke. Danke. Danke. So, dann haben wir die Disqualifikation noch auf Deutsch zu übersetzen, die wir vorhin durchgegeben haben. Und zwar Wettkampf 119, der das A-Finale auf Bahn 1 schwamm. Kralampos Panolunu aus Griechenland, er wird disqualifiziert, da der Kopf nicht bei jedem Zyklus die Wasseroberfläche durchbrach. 17.34 Uhr, Holnummer 3.4.4. Und wir setzen dann den Wettkampf fort mit dem Jugendfinale 50 Meter Brust der Männer. And now to the B-Final of the men's 50 meters breaststroke. Please welcome the swimmers. In diesem Jugendfinale sehen wir auf Bahn 0 vom VSG Wuppertal Daniel Adamici. Auf Bahn 1 vom ASC Göttingen Francesco Kolle. Auf Bahn 2 aus Schwerin Klaus Steinhauer. Auf Bahn 3 von den Wasserfreunden Nordheim Linus Nato. Auf Bahn 4 vom SC Potsdam Julian Erxleben. Auf Bahn 5 vom TSV Bayer 04 Leverkusen Jens Heller. Bahn 6 vom SV Lohhof Maximilian Weber. Bahn 7 vom TSV Bayer 04 Leverkusen Erik von der Lucht. Auf Bahn 8 von der DRG Weimar René Schaub. Und auf Bahn 9 vom SV Möhnewelle Robin Britten. A great youth race here. Look at this. The swimmers in lanes 3, 4, and 5, all in it there for the first, second, and third place. But it's a strong swim finish in lane 4. Julian Erxleben coming through to take it just on the touch from Jens Heller in lane 5. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt geht's hier in Berlin richtig ab, sogar im B-Finale. So now we are in the race, in the B-Final. You hear right, it's the B-Final
men's 100 meter breaststroke final, we have two new world records. From Ukraine, Andrei Kalina, and from Japan, Keiichi Kimura. Congratulations!